Das Hobby von Karin Kneis SL ist ein kleiner Bauernhof in Seibersdorf, Bezirk Baden. Hier beherbergt sie herrenlose Tiere, etwa den uralten Gaulamira, zwei Ponys, Katzen, Kaninchen. In die Wiener Innenstadt braucht sie mit dem Auto eine Stunde. Demnächst wird die Publizistin zur Pendlerin. In der kommenden Regierung Kurzstrache ist sie für das Außenamt gesetzt. Der FPÖ-Obmann wollte sie schon 2016 als Kandidatin für die Hofburg gewinnen, nominiert wurde aber Norbert Hofer. Kneis SL, 52, ledig, studierte Arabistin und Völkerrechtlicherin, konnte warten, sie ist mit Lehraufträgen und Expertisen ausgelastet. Nach der Nationalratswahl meldete sich Strache erneut, ob sie Interesse am Außenministerium habe. Kneis SL sagte zu, als Unabhängige die noble Adresse Minoitenplatz 8 zu beziehen. Die Nahost-Expertin übernimmt ein abgespecktes Ressort. Im Koalitionsabkommen wird vereinbart, dass die EU-Agenden mit Sebastian Kurz ins Kanzleramt übersiedeln. Auch die Vorbereitung des österreichischen EU-Ratsvorsitzes im zweiten Halbjahr 2018 wechselt vom Außenamt ins Kanzleramt. Die ÖVP schränkt also die Bewegungsmöglichkeiten der Blauen Hoffnung ein. Am Minoitenplatz heißt es dazu, mit der Neuverteilung der Zuständigkeiten würden Reibungsverluste reduziert. Bisher muss Stehe sich das Kanzleramt in Europafragen mit dem Außenministerium sowie mit den Fachministerien abstimmen. Jetzt wird der Regierungschef gestärkt. Eigenwillige Ministerialen, vor allem in den Bereichen Finanzen und Landwirtschaft, müssen sich anpassen. Ich halte solche Neuerungen überhaupt nicht für problematisch, sagt der FPÖ-Abgeordnete Reinhard Bösch, der seine Partei im Europaausschuss des Nationalrates vertritt. Die EU-Politik ist keine klassische Außenpolitik mehr. Der Wechsel der Zuständigkeit sei ein Schritt nach vorn. Die neue Koalition werde aber in der Union gemeinsam neue Akzente setzen. Die FPÖ will sicher keinen EU-Austritt. Das sind dumme Unterstellungen aus dem Präsidentschaftswahlkampf. Karin Kneis SL hat sich seit langem proeuropäisch positioniert, scharfe Kritik an bestimmten Akteuren gehörte aber immer zu ihrem Repertoire. Den EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker nannte sie 2016, nach dem Brexit-Referendum, rüpelhaft und arrogant, er gebärdet sich wie ein Brüsseler Cäsar. In der Flüchtlingsfrage warf sie der EU ganz im Sinne von Sebastian Kurz wiederholt Versagen vor, eine gesamteuropäische Lösung sah sie schon 2015 kritisch. Das relativ erfolgreiche Abkommen mit der Türkei nannte sie im Juni 2016 einen Unfug. Auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen verschonte sie nicht mit ihrem Tadel. Es sei eine Frage der Intelligenz und des Charakters, moralische Autorität zu erlangen, meinte sie nach einem umstrittenen Kopftuchsager des Staatsoberhaupts. In der Hofburg hätten einst Habsburger residiert, die Probleme benannten, aber mit Hausverstand und Stil wie Maria Theresia. Nach ihrer Angelobung durch Van der Bellen wird Karin Kneis SL in das Außenministerium zurückgehen, wo sie bereits 8 Jahre gearbeitet hat. Von 1990 bis 1998 war sie im diplomatischen Dienst und auch im Kabinett des damaligen Ministers Alois Mock.